So, und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Darksiders 3 mit Fury. So, das letzte Mal waren wir eigentlich ganz woanders stehen geblieben. Beweg dich, Mädel. Ich glaube, wir mussten hier durch. Sie haben momentan auf der Suche nach nach einem weiteren der 7 Todsünden. War das hier? Auf jeden Fall hörst du die ganze Zeit Feinde. Also scheinbar waren wir hier, weil es wird gerade geladen. Na, gehen wir mal hier runter. So. Ja genau, hier waren wir stehen geblieben. Genau. So, an der richtigen Stelle. So. Na, ihr Lappen. Sollte nicht gerade der Oberlappen sagen, aber lassen wir's. Hinten irgendwas? Muss hier irgendwo hin? Nee. Na dann stürzen wir uns mal wieder ins Getümmel. So, haben wir den und den anderen haben wir gleich auch nochmal mit erledigt. Kriegen als Belohnung ein Stärkefragment. Wunderschön. Da hoch werde ich wahrscheinlich nicht kommen. So springen kann ich ne. Aber so hoch. Ne, das ist Decke. Da ist eine Decke. Schalter! Hoch auf das Brett! Da haben wir mal wieder Wulgrim. Und einen Speicherpunkt. Gut, wenn bei dem Speicherpunkt ist, dann gehen wir erstmal da hin. Mittelgroßer Loscherhaufen. What the fuck? Alter, hab ich mich gerade erschrocken. What the hell? Natürlich. Ich will jetzt nicht zu dir. Lol. Was denn hier? Das war einfach ein Durchgang, den wir geöffnet haben. Egal. Ich bin das, was wenn ich hier noch gehe. Nein. Na gut, da lang. Aber ich will das nochmal versuchen, ob man da rankommt. Na, ja, Sister, danke schon. Gott.
Kack liegen. Habt ihr... Ah, siehst du? Hat sich doch schon mal gelohnt. Gut. Das war's jetzt mit X. Vielleicht die andere Form nehmen müssen und ein bisschen rübergleiten. Ja, vielleicht auch wieder. So. Gut, machen wir weiter. Was ich mich ja frage, wem gehört dieser Tentakel, der uns jetzt schon zweimal so erschreckt hat? Ja, dir bestimmt, ne? Ja, machen wir es bei auf. Weil der Sack hat sich dort hinten nämlich verschanzt. Dich habe ich nicht übersehen. So, was ist denn hier? Wenn hier schon die Tür aufgeht. Ah ja! Oder? Was steht da? Was war wieder hier Abkürzung? Wow, nein! Lass mich los, Bestie. Gott! Was bist du denn? Gut. Ich bin auch so gut in Zielen. Oh Gott. Wie ging das an? Wie ist denn gleich nochmal? Achso. Gott, Alter. War das die russische Öffnung? Ist das eine der sieben? Möglich. Vielleicht hat sich eine seit dem letzten Mal verändert. Okay. Ui, 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 ui. Ja. X. Wenn das eine der sieben ist, ne, dann Happy Plus Mod. Hast du aber eigentlich was Neues? Also die Gesundheit schon frisch, dass die Holy Bell. Nee, haut er nicht. Na dann hier. Friss! Und das machen wir in Magie. Sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Kein besonders wollüstiger Ort, was? Hast du nichts gelernt? Der Schein kann trüben. Außerdem zeigt sich Wollust nie wie erwartet. Was genau hast du damit gemeint? Die Vorstellung von Sünde ist ein.
Wollust ist etwas ganz anderes. Vor allem das menschliche Konzept der Wollust. Verstehe. Wie zum Beispiel Lust auf... Such es dir aus. Die Menschen haben ziemlich viel Fantasie. Wollust erscheint jedem in anderer Gestalt. Das macht ihn so gefährlich. Zu gefährlich, Herrin. Auf keinen Fall. Okay. Okay. Mal kurz durchgecheckt, was wir alles so für Fragmente dabei haben. Also wir haben Zoo, wir haben die Chaosgestalt. Wir haben eine Arena. Erreizt du, wonach mich gelüstet? Was gibt es in dieser zerrotteten Welt noch zu begehren? Macht. Ich hatte dich immer für die Schlaue gehalten. Schade. Wie komme ich zu diesem ausgesprochenen Vergnügen? Immerhin, ein Besuch von einem legendären Reiter. Ich habe hier nur eines zu erledigen. Müssen wir uns der Gewalt hingeben? Du besitzt bereits meinen Respekt. Dein Respekt interessiert mich nicht. Bloß dein Kopf! Jetzt komm, Fury. Ich bin kein Barbar wie die anderen. Nein, wir müssen uns nicht nochmal als Feinde begegnen. Erzähl das dem feurigen Rat. Der ist nicht hier. Darum sage ich es dir, Königin der Reiter. Mächtig, bewaffnet mit der Flammenfähigkeit, einer Kreuzklinge, deiner legendären Peitsche. Ich trotze deinen Verlockungen, Wollust. Wirklich? Die Wahrheit ist oft verwirrend, wenn man eine hört. Du sprichst, als wären wir von Natur aus Feinde. Warum muss das so sein? Ich kenne meine Rolle im Universum. Ich frage mich, ob du deine je hinterfragt hast. Du bist ein Reiter. Doch wieso? Hast du diese Wahl getroffen? Und wenn ja, gab es einen Grund dafür? Halt den Mund und kämpfe! Du weißt nicht einmal, wieso du kämpfst, oder? Kämpfst du für deine Brüder? Oh, natürlich nicht. Deine Feindseligkeit ihnen gegenüber ist bekannt. Strebst du nach einer Art Gleichgewicht? Du glaubtest nie an das übergeordnete Wohl, bis es dir dienlich war. Nein, nein, nein. Mir beweist dein Tun eine ganz andere Lust auf Macht und Privilegien und Schutz vor dem unvermeidlichen Fall der Nephilim. Letztlich macht uns das zu Verbündeten. Nicht wahr? Dich zurück, Fury. Krieg? Was machst du? Was macht ihr alle hier? Sind wir nicht vier vereinte Reiter? Wir sind zur Bestätigung hier, dass die Mission erfüllt ist. Die Mission? Die anderen Sünden wurden durch meine Hand zerstört. Toter Krieg befreit und seinen Namen reingewaschen. Und vor allem haben wir eine große Verschwörung aufgedeckt. Was für eine Verschwörung? Himmel und Hölle haben heimlich zusammengearbeitet, um die Apokalypse früher als erwartet herbeizuführen. Der feurige Rat hat uns entsandt, gemeinsam, um auf beiden Seiten Chaos anzurichten. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Die Ruchlosen werden bestraft. Du meinst das alles? Wir sollen.
sollen die Herrscher beider Seiten stürzen. Und da du dieses Ziel so unerschütterlich verfolgt hast, hat der Rat verfügt, dass du die Reiter anführen sollst. Du, Fury, wirst ein neues Zeitalter auf der Erde einläuten. Natürlich. Endlich ergibt alles sozusagen göttlichen Sinn. Ach, ja? Herren, ist damit nicht alles, was du je wolltest, wahr geworden? Lass die Vergangenheit ruhen, Schwester. Heute leben wir, um dir zu dienen. Stets zu Diensten. Das ist nicht real. Was? Ach, im Versuch was fehlt. Du glaubst mich so gut zu kennen. Sehnst du dich nicht danach am meisten? Nach der Macht, andere so anzuführen, wie es dir beliebt? Was Illusion war, könnte schon bald Realität sein. Wenn du die Wünsche anderer beiseite lässt, kannst du dich auf dich konzentrieren. Letztendlich ist es deine Entscheidung. Also, entscheide dich. Du hättest sie nicht niederknien lassen dürfen! Vergeude nicht mehr deine Zeit mit Dämonen und Erschaffern, Alter. Wenn wirklich deine Macht beweist, schließ dich mir an. Meinen Großmut lehnst du ab? Liebäugelst aber mit Engeln? Ich bin beleidigt. Ständig schubst du mit der Kunde eine Marionette. Die himmlischen Schwerter nieder! Ein Erzengel, O Uziel, du schmeichelst mir. Ich werde dich töten, Volus. Du wirst dich nie wieder erheben! Wir hatten einen Pakt! Halt dich zurück! Warum sollte er, wenn er weiß, dass ein Pakt mit dir nicht halb so reizvoll ist wie ein Pakt mit mir? Hör nicht hin! Ich kann deinen süßen kleinen Engeln wieder zu alter Pracht verhelfen. Ja, halte mir einfach dieses entsetzliche Weib vom Leib. Uziel! Und wird es nicht herrlich sein, wenn du wieder mit ganzer Schar in die Himmelstore einmarschierst? Sei still! Und diesen verdorbenen Ort wieder zu Wahrheit und Gerechtigkeit führst. Deine Wahrheit, Erzengel Uziel. Der Himmel unter deinem Befehl. Wäre das nicht herrlich? Die siebte Legion. Gesund und munter in all ihrer Pracht. Unser Pakt ist annulliert. Nein, Uziel! Wäre das nicht spaßig? Willst du mich jetzt arschen? Dies ist ein einmaliges, furchtbar großzügiges Angebot, Fury. Sei klug und nimm es an. Egal, wie hoch du dich auch erhebst, den Himmel wirst du nie sehen! Alter! Ich hab nicht. Ach Gott. Schlangenlöscher. Mir ist erschaffen.
Suchen wir uns mal ein bisschen zu upgraden.